Die anderen drei Räume waren für den Arsch. Oh, hier ist nochmal das Essen. Ja, und so rum, dann ist hier auch nochmal ein Messer, wa? Sauber öffnen. Ah, hier ist eine Shotgun mit Pistol Grip, dieses Schnellding. Willst du die auch noch mitnehmen? Nee. Was im Rucksack bei dir rein? Ich, mein Rucksack ist voll. Zwar mit Scheiße, aber der ist voll und nicht. Na cool, hier liegen Bücher. Ja. Ah, das war was der ist, oder? Ja, eine Pepsi, immerhin. Nahrung drin. Ich hab noch ein bisschen was an Obst. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. Ich habe noch Seil und einen Sack. Soll ich dann einen Rucksack basteln? Ja, kannst du machen, gerne. Ich habe auch noch ein Seil, für jemanden festnehmen. Kannst du ja hochkommen bei der Polizei? Ah, ne, du bist ja unten, Alter. Die vier Bücher. Ich muss mal runterkommen dann. Jo, da muss ich bloß gleich in die Hand nehmen. Ich mach zwei Räume, einen Raum an und das Dach. Machst du deine Tür auf? Draußen in der Garage. Ein Zombie am Arsch, wa? Nee. Irgendjemand schlägt hier mit einem Zombie. Okay, ich komm raus. Bei dir oben irgendwo drinne. Bist du? Die Polizeiwache ist da drinne, Zombie. Ja, ich bin rausgekommen. Ja, ich bin hinten. Ich bin hinten. Hinter der Polizeiwache bin ich. Okay, was hast du nochmal an? Nacktes Oberteil. Hey Dude. Hey Dude. Hello? Neo Guy, I hope you're friendly. Yes, we are. You too? I'm a family, I got nothing and I'm bleeding. Okay, no problem. You can come outside. Yeah, we are here. We are two players. Okay. Hello. You can you hello. You can bandage you. Yes, yes. You find something more to eat? No problem. We don't kill bummies. That's not fine. Neck. Do you know what very good and they eat? What do you mean? Man hört immer sofort, wenn es Deutsche sind. Ist doch wohl das Allerbeste. Wo bist denn du jetzt? Ich bin vor der Polizeiwache jetzt wieder. Hi. Ja, aber es ist doch gut, dass man erkennt, dass das Deutsche sind. Ja, ist immer eine gute Sache, ne? Hört man immer sofort. Na, habt ihr hier schon alles ausgeraubt? Ja, da war nur ein Döschen drin und oben ist noch eine Dose trinken, die kannst du dir nehmen. Oh, ja. Eine Dose Pepsi. Wenn nicht, Brunnen hast du ja auch noch hier. Ja, wir werden vielleicht auf einen anderen Server gehen und dann uns irgendeinen Sniper schnappen, der oben am Hügel liegt oder so. Ja, das ist gut. Aber das funktioniert immer ziemlich gut. Richtig. Nee, weil das irgendwie hängen geblieben ist, der Server, und dadurch sind dann alle abgehauen, weil sie keine Geduld hatten. Ja. Übliche halt. Hätten. Ich nehme meine Dose noch. Hm? Die Dose noch. Ja, die kannst du so aufmachen. Ja, aber die für dich zum Essen. Ach so. Ich esse auch was. Liegt ein Magazin vor dir? Aus wie so ein 22er. Doch, das ist Tatsache. Hier liegen Knochen, kann das sein? Ja. Das ist ein MP5-Magazin. MP5-Magazin liegt hier. Ach, aber wolltest du mir einen Rucksack geben, oder? Dann müssen wir noch einen basteln. Ja, man findet sie ganz selten mal, findet man sie aber anscheinend in der Polizeistation. Na, wenn dann auf der Gefängnisinsel. Nee, ich hab tatsächlich. Wann war denn das? Vorgestern habe ich in der Polizeistation eine MP5 gefunden sogar. Das ist mir auch schon mal passiert.
Also habe ich 100 Jahre da nicht gefunden, aber es scheint wohl immer noch zu geben. Habt ihr erstmal hier so ein Besen oder sowas, was du wenigstens dich mal verteidigen kannst? Deinen Hütten. Hier ist ja eine Hütte. Komm mal zu mir. Daniel, komm mal zu mir hier. Hier haben wir ein paar Knuckles genommen, das ist immer. Danke dir. Ja, ja, das hab ich auch am liebsten. Wenn man unterschätzt und wenn einer was möchte, dann liegt er sofort. Ja, genau so ist es. Geht auch ein Stein, falls du keinen findest. Ganz einfach einen Stein in die Hand nehmen, hat genau die gleiche Wirkung. Tatsache, okay. Hab ich mir vor zwei Tagen bei so einem Let's Play gesehen, bei so einem Spieler. Da hat die jemanden mit sich getroffen und der lag sofort. Den hätte ich letztes Mal gebrauchen können, als ich einen mit Gilly umhauen wollte. Naja, ich habe einfach einen mit Gilly versucht, so einen Sniper von hinten mit diesem Treiberstab zu kriegen. Hab auch eine Batterie drin gehabt, aber das ist 6-mal getroffen, der Typ ist nicht umgefallen, scheiße, ey. Okay. Ich habe meinen Gilly nur mit 2 Faustschlägen geschafft und dann hat er mich mit der SKS weggeholt. Weil er ein ganzes Magazin in mich reingepumpt. Ich habe eben gerade auf dem anderen Server habe ich einen umgehauen. Ich war hier in der Stadt, hatte eine MP5. Dann hat mich irgendjemand hier aus den Hügeln abgeknallt mit einer AK. Dann hatte ich aber das Glück, dass ich direkt neben dem Bahnhof gespawnt bin, also so ungefähr 30 Meter von meiner Leiche entfernt. So, dann bin ich erstmal in Deckung gegangen, hab erstmal geguckt. Und dann hat der AK-Schütze aus den Bergen, hatte wohl noch so ein Bambi dabei oder was. Der kam dann zu meiner Leiche gelaufen. Ich dann gleich ran, hin, zack, Power ins Maul gehauen. Er fiel um. Der AK-Schütze hat seinen eigenen Mann getroffen, hat den noch getötet, aber leider hat er mich danach auch getötet. Wenigstens habe ich verhindert, dass der alte Typ da die MP gekriegt hat. Ach, vorne wurde ganz schön. Okay, habt ihr da irgendeine Favoriten? Server-Favoriten meinst du? Ja? Daisy Fall. Ich glaube, den haben alle Deutschen als Favorit drin, ne? Ja, scheint irgendwie schon. Aber wir joinen da auch jetzt raus. Wenn du Bock hast, kannst du gerne mitkommen, kannst du uns aufs CS kommen. Also wir wollen auf jeden Fall unseren Sniper jetzt schnappen. Weil ich hab keinen Bock da rumzurennen und in unseren Häusern kämpfen, das ist nicht so mein Ding. Also wenn du Lust hast, joinen wir zusammen darauf, laufen wir hinten hoch und zum Sniperberg Elektro ran und da liegen ja immer die. Dann schnappen wir uns ein, zwei von denen. Für unser Hobby. Okay. Ja, hört sich ganz gut an. Dann lock ich mal hier in der Hütte aus und dann versuche ich mal auf Daisy Fall raufzukommen. Wenn du willst, kannst du zu uns auf den TS kommen. Ja klar, gerne. Kennst du das von GER Community? Kann man. Ach, jetzt kann man schreiben hier drin, ne? Von der GER, Sekunde. Was hast du? Ich glaube, das ist es schon nochmal. Ja, minus TeamSpeak.de, ja. Keins. Okay. Das ist public. Wir sind unten im Raum drinne. Du Thunder und Mr. D. Ja, okay, ich versuch's mal. Im Daisy-Bereich. Hört ihr mich noch? Ja. Ah, guck mal. Ich kann sogar auf den Desktop gehen und ihr hört mich im Trotzdem noch. Sehr gut. Motorock. Okay, ich bin schon mal. Wo in welchem Channel wart ihr? Welche Höhe ungefähr? Daisy Standalone 5 Slots. Daisy Standalone 5 Slots. Müssen ein Stück runter scrollen. Wann bist du da die? Bin drin. Ganz genau. Mahlzeit. Moin. Jetzt seid ihr auch ein bisschen besser zu verstehen. So, was nehme ich mir denn mal hier um? Irgendwas, was vielleicht unmächtig macht. Ist Sledgehammer drin? Ich weiß nicht, ich glaube ein Besen ist ziemlich gut, um jemanden zu keilen. Wir haben schon mal einen getötet damit, ja, aber es hat echt lange gedauert. Ehrlich? Ah, hier ist noch ja, so, das ist ja selber schon. Kann ja sonst eine Feuerwehr-Axt geben. Frage, ne? Das ist doch hier so ein
scheiß Persistence-Server. Hier werden ja wohl noch ein paar Sachen rumliegen. Ja, hier ist ein Anomalie. Ja, wie immer. Ich hab eine Mine auf die Straße gelegt. Oh. Nicht hier, weiter vorne. Aber ist ja aus Versehen. Ich wollte die eigentlich nur in die Hand nehmen und außerdem habe ich den hingelegt. Zum Glück war die Wern, sonst hätte ich gleich ja mit hochgegangen. Ja, aber hast du sie auch aktiviert? Ja, klar. Die ist eingegraben. Du siehst nur die Spitze davon. Hier, nimm doch einen Teleskop-Schlagstock. Die Dinger sind gut. Weißt du, was ich gefunden habe? Eine Ice Axe. Schlagstock macht unmächtig. So, ich nehme eine Ice Axe. Das ist ja eine super Waffe dafür. Die haut auch, die ist wie eine. Wie heißen die noch? Eine Spaltaxt. Zwei Schläge tot. So, dann lass uns mal hier irgendwo auslocken und dann gehen wir mal rüber. Da in den Schuppen, wo du gerade dich auslocken wolltest, da gehe ich jetzt rein. Ja. Das ist auch eine gute Idee. Kommen wir ja alle jetzt hin. Wenn die sich wundern, warum noch immer drei Leute rauskommen. Ja, aber wirklich. Hier sieht man alles bestimmt. Voll, ja, ist voll. Wir müssen das noch so triggern, ja. Ja, ist auch immer voll, ne? Mal die Tür zu hier. So. Oh, ich bin drauf. Wait for Horst. Wollen wir so viel Glück haben, Mann. Alter, ich geh nochmal ganz so kurz vorher um die Ecke. Nochmal, hier sind so viele Clans drauf schon wieder. Es ist der Wahnsinn. Wie immer, ne? Daisy for all halt. Ah. Haben wir da unseren Spaß. Klar, du kommst, du stirbst einmal, wenn du da bist, also... Yeah. Ich hab's nur am liebsten, wenn man halt die Leute... Leute da raufkommen, die denken, die sind die allerkrassesten mit 25 Gillies und M4 High... Ja, und dann haust du sie raus mit einer Repeater oder mit einer Axt. Das ist immer am liebsten. Und ein Repeater ist aber auch immer schön da. Das ist echt, da kannst du den treffen, wo du willst, der fällt um. Und vor allen Dingen bunkern die sich ja teilweise immer so ein, so zwei Wachen die Tür, zwei durchs Fenster und wenn du eine Handgranate schmeißt, dann ist vorbei. Schade, die Mine, dass ich die gelegt habe, ich hätte die jetzt gerne in der Tasche gehabt noch. Oh ja, da werden bestimmt ein schönes Plätzchen gefunden. Ja, auf jeden Fall. Obwohl, ich habe da wirklich, ne, also Vorsicht, ich habe tatsächlich mal die Erfahrung gemacht, im grünen Haus, hier, wo wir gleich einloggen, ne, ich bin übrigens auch drauf, ja, da habe ich mal eine Mine reingelegt. Und vielleicht hätte es mir schon komisch vorkommen sollen, als ich sie so hingelegt hatte. Da schwebte sie so in der Luft. Oh nein. An mir dem Boden. Ich dachte immer, gut, scheißegal, dann trifft sie umso besser. Hab sie aktiviert und ohne auch nur einen Schritt zu machen, ist sie sofort detoniert, war ich tot. Also Vorsicht. Naja, denn zum Glück war die Wurm gewesen. Also wenn die Damage, musst du schon auf... Ja, die war damaged. Achso, dann hing das damit zusammen? Das habe ich mir auch noch gedacht. Ah, okay. Ja. Ich habe auch schon mal eine Pristine aktiviert und kein Problem gehabt. Ah, ja. Ich habe auch schon mal eine Damage aktiviert und hatte kein Problem. Ja, wie schon. Ja, ich denke mal, bei der Damage ist wahrscheinlich irgendwie so ein 50-50 Chance oder sowas, dass die dann hochgeht. Ja, womöglich. Ist sowieso so selten, oder? Ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, da jemanden reinlaufen zu lassen. Ich bin, glaube ich, einmal reingelaufen. Oh, tatsächlich, okay. Das komische. Ich habe eine Handgranate hochgenommen auch. Das komische ist aber, ich war in einem Haus und die im anderen im Haus, die haben auch überlebt. Bis auf einer, weil ich den abgeknallt habe noch. Wir hatten mal zu viert einen PvP gehabt und da hat jemand eine Granate reingeschmissen, dann war vorbei. Ja. Alle vier draufgegangen. Am besten war sowieso, dass der hier G hat Bambi. Da ist einer ran mit einem Bambi, nur mit einem Korb und einer Handgranate von der Truppe, von der Gegnertruppe. Hat die Tür auf, ist bei uns rein und wollte innen drin die Handgranate halt weghauen. Aber da haben wir dann zu viert, haben wir den durch. Ey, das war so krass. Oh, aber dann seid ihr alle draufgegangen, oder? Nein, der hat sie nicht. Da noch nicht. Der hatte sie am Film. Die waren erst später, die hatten die dann später erst irgendwie da vor die Tür geworfen. Wo war das? Im Gefängnis oben? Elektro. Im Strichhaus. Ja, wir hatten mal so eine ähnliche Situation, aber wir waren die mit den Granaten. Oben im Gefängnis haben wir mal vier Leute mit weggeräumt. Wir haben mal einen mit einer Flashbang weggeräumt. Wie? Davon kann man sterben? Nee, den haben wir halt geblendet und dann das Gefängnis gestürmt. Ach so, oh geil, auch nicht schlecht. Und dann haben wir den halt weggeholt. So, wollen wir vor hinten hochgehen auf den Hügel und gucken, ob da hässlichen Bambi-Killer sind? Die kann ich überhaupt nicht leihen. Ich hab nichts weit. Naja, da gibt's doch immer die Leute, die sich halt hier so hinstellen mit ihrer AK und alles, was an Bambis kommt, knallen sie weg. Ja, davon gibt's genug. Das stimmt. Ich meine, manchmal haben wir Bock, dann spielen wir auch mal Banditen und ärgern hier die Bambis ein bisschen, aber... Ah. Ärgern ist auch noch lustig. Ich hatte das auch. Da war ich komplett nackig, nur hatte nur meine Sportschuhe an und sie mich gefesselt und dann eine Handgranate an mir in den Kopf geworfen. Komm, wir gehen hinten hoch. Ja, die geilste Session hatten wir mal hier in der Garage. Ich will aber einen Überblick haben über den Ort. Da hatten wir... Oh, dann ich gehe hier auf diesen Hügel dann, ne?
Ach, du bist auf diesem Hügel, okay. Ja, ja. Gut, ich folg dir einfach. Aber ich bleib so hinterm Busch, also ich muss. Ja, ja, versteckt euch mal, ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Ja, einfach hinten hoch hinter der Polizeistation. Ah, du findest uns schon. Ich bin schon ein paar Meter nur hoch, damit. Ich geh auf die Hauptstraße Bambis abknallen. Ja, ich hab nur 5 Schuss, er hat auch nur 6 Schuss. Also für uns ist es, wir müssen jetzt hier. Okay. Eine Sportler wäre noch praktisch, dafür hätte ich ordentlich noch was dabei. Ja, 50 wahrscheinlich, ne? 30er Magazin und 50. Oh, das ist nett, ja. Halt auf dem Hügel hinter der Polizei. Auf dem Hügel hinten läuft er, ne? Bin ich wahrscheinlich. Achso. Nach hinten in das Dorf rein. Wo denn? Hier auf dem anderen Hügel. Unten bist du gerade. Komm jetzt rüber. Komm jetzt rüber auf der anderen Seite. Genau da. Okay. Gerade hoch, wenn es ist. So, und dann gehen wir mal diesen berühmten Druck. Aber mit der Repeater habe ich schon mal einen auf 100 Meter erledigt und dann hatten wir hinterher eine M4. Ja, Repeater kannst du auch 200 Meter, kannst du auf jeden Fall. Ja. Findest du? Ich finde, die Repeater ist echt dafür beschissen geeignet. Sie schießt zwar, ist zwar ein gut so ein Gewehr und so, aber die hat so einen dicken Knopf, über den man zielt. Ja. Ich hatte eigentlich auch nur 9 Schuss gebraucht, weil ich ständig gegen die Wand geschossen habe, obwohl mein Lauf draußen war. Was ist das? 9 alleine. Das ist ja bei einer Repeater von 20 Sekunden oder so. 8 Schuss waren es, aber. Na, ich habe den Typen in die Beine geschossen, dann hatte er noch Probleme mit Bambis und dann habe ich das Bambi erschossen, bevor es mir das Loot klaut und dann war der andere auch tot. Danach. Schönes Ding. Und dann hatten wir eine M4. Das Problem war nur, dann wurde ich durch einen Wallglitcher erschossen. Oh, das ist immer ätzend, ne? Ja. Weißt du, welcher Server echt der Bild? Ich gehe da nicht mehr rauf, ne? Ich habe es mir zumindest fest vorgenommen. Hamburger Wunderhöhle. Den kenne ich gar nicht. Ja, der ist schrecklich. Da sind so viele Glitcher und Hacker und Cheater drauf. Das ist unglaublich. Echt, ich dachte, das geht alles gar nicht mehr. Da waren wir früher auch immer drauf und sind oft von irgendwelchen Cheatern da. Ich hasse das, die Hacker zu nennen. Das sind eigentlich Cheater. Ja, ätzend. Die nerven mal richtig. Ja. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob es wirklich Cheater sind. Ich glaube, also ich weiß, wir wissen, es sind die Admins. Na gut, das ist dann auch noch. Ich habe es letztens erlebt, da stand einer vor mir, Hamburger Wunderhöhle im Gefängnis. Plötzlich kippt er um, weil er ein paar Schläge in die Fresse gekriegt hat. So aus dem Nichts. Mhm. Und dann, wie war denn das? Achso, dann kam der Typ an, hat mich anscheinend irgendwie nicht gesehen, keine Ahnung. Und wollte ihn looten, dann bin ich hingegangen, habe ihm in die Fresse gehauen. Und er hat sich gewehrt, hatte nur eine Mosin, also hat er sich mit Fäusten gewehrt. Plötzlich hört er auf, gegen mich zu schlagen und dachte schon, hey, wieso hört er jetzt auf? Und zack, Server war da. Zombie. Ja, ja, also muss hier irgendwo ein Spieler sein. Zombie kommt. Ich schätze mal, so wie der Zombie steht, ist der Spieler weiter nach Elektro gelaufen. Ja, aber der rennt jetzt zu Anil hinterher. Ja, da bin ich gewöhnt. Eigentlich sind es immer Frauen, aber... Leckt aber. Ich hab mal in Berenzino einen Cheater-Hacker erwischt. Na komm her, Zombie. Ja, oder 4 Stück waren es sogar. Die haben uns sowas von zerschossen und dann sind wir zurückgegangen, haben die nochmal getroffen, da habe ich die aufs Derbste beleidigt und irgendwie hat er sich dann hinterher zu mir geportet, nachdem ich wieder Bambi war und mich nochmal erschossen. Okay. Ja, direkt so. Ja, das fand ich. Das hier ist ein Geheimtipp für euch, ernsthaft. Haut die Zombies mit der Faust down. Der Typ hat mich nicht einmal getroffen gerade. Ja, ich weiß. Irgendwie schlagen sie dich nicht, wenn du sie schlägst. Ganz komisch. Die werden dann irgendwie zurückgeworfen und können dich dann nicht schlagen oder so. Ja, ja. Das hatte ich mal rausgeworfen, Bambi. Und dachte ich mir, komm, lässt dich umbringen. Ja? Wollte woanders landen. Dann habe ich einen Zombie gefunden und war mir zu langweilig. Dann komm, knallt sie ein paar ins Maul da. Ja, das mache ich auch immer. Und dann fiel einfach mal tot um. Dann war ich so begeistert, da habe ich die nächsten 3 Zombies auch noch tot gehauen. Ich habe in Shania mal 3 Stück umgehauen. Die standen um mich herum, haben alle zugeschlagen und irgendwann wurde mir langweilig und dann habe ich alle 3 umgehauen. Was ich immer nervig finde, ist, wenn Zombie zu klein als Schlägblut ein und dann von dir ablässt und du die Rollen wieder gehabt, dann musste ich verbluten werden. Das hatte ich auch. Dann war ich unconscious, bin wieder aufgewacht und der Zombie war weg. Der ist weggelaufen, der hat keinen Bock mehr, ja. Ja, das ist normal, das habe ich auch schon ganz oft gehabt, in letzter Zeit vor allen Dingen. Total ätzend. Und vor allen Dingen einmal hat mir das Mistvieh die Beine gebrochen und dann lag ich da auf der Straße. Meine Gott sei Dank habe ich geblutet, ne, aber das dauert auch immer ein paar Minuten. Ja.
ich habe ein Seil dabei. Also sollten wir jetzt einen erwischen hier und der uns noch nicht gepeilt haben, versuchen wir es erstmal so. Ich versuch's dann, ich bin noch unbewaffnet. Willst du ein Seil haben? Kannst du ihn direkt von hinten, solange er es nicht peilt, kannst du ihn hier. Da habe ich ihn hingelegt. Ja, warte, ich hab keinen Platz dafür, leider. Ach so. Hand, wenn es soweit ist. Ja, nimm du erstmal mit. Genau, ist ja noch ein Moment bis dahin. Hätten wir auch ein Jäckchen nochmal besorgen sollen, ne? Na, egal. Ja. Aber so siehst du ganz unbedrohlich. Ja, das stimmt. Vielleicht soll ich noch die Maske hier wieder abnehmen, bringt eh nichts. Letztes Mal haben wir uns hier fast verhungert alle. Und dann ist einer vorbeigelaufen, der hat bloß geschossen, hat der Idiot. Und dann haben wir den ganzen Rucksack voller Essen. Wirklich, also, da kam wie ein Geschenk. Oh, was liegt da? Ach, das sagt mir, liegt ein Rucksack. Vorsicht, geht in Deckung. Ah, ich glaube, das ist schon lange da. Ist da was drinne? Weißt du was, als du Pause gesagt hast, wenn ich ja schon drüber stand, da scheiße, vielleicht ist eine Mine drinne. Naja, das ist ja eine Mine drunter. Ja. Ich habe mir das mal mitgenommen. Oh, er ist ruiniert. Sind die Sachen auch alle ruiniert? Ja. Ist noch was drinne? Ja, ist alles ruiniert. Nur Quatsch, war nur Quatsch da. Na, liegen bestimmt schon ein paar Tage da. Ich glaube, ich lege ihn gleich wieder weg. Komm, her. Kann ja weiter im Wald liegen. Kleines Gemächtel. Da habe ich mal einen Kamishoro gehabt. Da habe ich mich auf den Kiosk gelegt, hat den Rucksack als Falle ausgelegt und dann kam er tatsächlich bewaffneter an, habe ich den weggeholt. Mit dem Repeater. Und dann kam ein anderer und dachte, die Schüsse kommen aus dem Gefängnis und hat sich dann eben so offen zum Kiosk hingestellt, habe ich den auch noch weggeholt. Der war aber auch nicht großartig bewaffnet. Ich weiß gar nicht mehr, was der hatte. Aber der andere, den ich als erstes erlegt hatte, schöne AKM mit allem drum und dran. Hilli oben drauf und so, das war richtig gut. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass wir jetzt auch gleich so einen erwischen. Muss ich ein bisschen in der Sonne laufen, ne? Oha, ich bin schon kalt. Oh, ich oben mit einer Jacke. Warum wir die gleich? Die schießen bei dir. Ja, das hört sich gut an. Ja, wir schießen die gleich. Ach, aber ich glaube, wenn wir gerade wieder so eine große Fresse haben, oder ich zumindest krieg Bock auf den Sack von so einer Sport, dann kriegst du einen Headshot. Wie immer. So, jetzt sind wir beim schönen Weg. Raffi, den musst du von beiden immer schießen. Ich möchte alles ruinieren. Oder halt fesseln. Ich gebe mein Bestes. Ja. Welche Waffen habt ihr denn da? Eine Repeater. Ah, okay. Reicht ja mal für den Anfang. Clever. Und ein Repeater? Ich ging eigentlich gerne los mit der Repeater. Du hast halt 11 Schuss und halt halt ordentlich. Ja, du kannst ja relativ sicher sein, wenn du ihn irgendwie so oberhalb der Gürtellinie erwischt, dann ist er auch weg vom Fenster. Mhm. Ja, ich bin orange hungry. Notfalls fressen wir den Typen auch. Ich hab noch was zu essen für dich sonst. Ja, cool. Aber nicht hier. Warten wir erstmal. Bist du nicht hier? Ist das gefährlich hier? Ja, hier geht's schon los. Der andere Hügel drüben, da liegen sie eigentlich noch. Wir sind auf die Spitze des anderen Hügels, was ging auf und uns von da Baum zu Baum runterarbeiten und nach unten stauchen. Weil dann siehst du von hinten so ein Gilly oder irgendjemanden da liegen oder Füße. Dann haben wir letztes auch zwei gehabt. Einen haben wir auf jeden Fall getroffen, den anderen haben wir nicht mal wieder gefunden. Ja, okay. Ich hab auch wieder einen, den hab ich mit dem Stab und davor habe ich einen gehabt, den habe ich. Boxen habe ich auch nicht. Einer mit einer SKS 30 Mal auf mich geschossen und der hat mich. Ja, so, ich bin um ihn rumgelaufen. 30 Schuss, er hat 3 Mal nachgeladen. Und ich hab dann immer wieder ein bisschen ausgelacht und bin beim Nachladen, als er weg war, hinterher und bin halt getroffen, aber mit den Fäusten. Ich meine, das ist. Wir kennen das ja selbst, es ist auch mal so beschissen, aber wenn so ein Typ da um dich rumläuft, den zu treffen, ja. Ist doch immer einfach schwer. Wenn du jemanden umboxen willst, musst du 8 Mal schlagen, wenn dich einer umboxt, mach das mit einmal. Okay. Ja. Okay, ja. Jetzt geht's los. Wir haben Elektro unter uns. Wir müssen uns hier alle an so einen Baum stellen und immer wieder runter gucken. Also. Okay. Einmal rechts neben mir am Baum, einmal links neben mir und dann müssen wir genau, wie einer liegt. Da ist diese Landzunge geradezu von mir, wo ich. Ja, I see, ja. Kleines Sniper-Hill. Na, unter uns, an der letzten Buschreiter Baumreihe liegen die Leute da. Ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links. Weil hier ist ja schon die Feuerwehr von Elektro. Ja. Oh, da sind schon Schüsse, habt ihr gehört?
Nö. Hab ich nicht gehört, ne? Ja, ein Mauseschuss gerade gehört. Nicht von uns, war auf dem Hügel gegenüber. Wie nennen wir dich denn eigentlich? Mich? Ja. Ihr könnt mich entweder Benny nennen oder Modorock. Dann versuch. Jetzt dann. Wo bist du gerade? Wo ich bin? Seht ihr mich nicht? Jetzt durch da. Ich sehe ihn, er sitzt direkt links neben mir. Achso, ja. Jetzt noch ein Baum runter. Aufmerksame Leute. Nur so zwei Büsche nebeneinander. Schuss, AKM oder so? Ich hätte gesagt M4. Martin, müssen wir aufpassen. Ja, das war M4, war definitiv M4. Also wenn hier nichts ist, dann laufen wir zu dir auf die Fresse gegen draußen. Was? Nein, dann laufen wir da, wo du das machst. Du hackst immer mal da. Ab. Ja. Du müsstest dein Mikro einfach mal ein bisschen empfindlicher einstellen. Ja, mach ich mal, warte. Erstens Bug. Ja. Auf Minus oder auf Plus? Was muss ich da machen? Links oder rechts? Nach links runter. Dann stellt man das dann ein, was ist denn? Alles andere noch hört. So, besser? Klingt viel besser, ja? Ja? Mhm. Ich muss mir einfach mal ein Headset kaufen, was mehr als 15 Euro kostet. Ja. Ich glaube, meins hat 4 gekostet. Ich war. Reicht. Also, meine Kopfhörer haben 100 gekostet und das Mikrofon hat 100 gekostet. Tja, er ist Ingenieur, weißt du, da kann sich was leisten hier. Schön 200 Euro. Ja, ich habe 4 bezahlt. Ja, aber ich habe auch hier so ein Großmembranmikrofon. Extra Ding. Okay, und vor allen Dingen bei dir ist es so, nach 2 Stunden Daisy brennen dir nicht die Ohren. Nö. Okay, wollen wir wieder zurück und dann oben lang? Weil ich glaube, hier ist keiner unten. Das sieht ziemlich frei aus, so. Du sagst, es ist ja der Mosin-Schuss, kam von der anderen Seite, ne? Naja, von ein bisschen rechts, da will ich jetzt hin. Es kann sein, dass du auf dem Konter-Sniper-Berg ist. Dann gehen wir mal dahin, ich geh mal hoch, ja. Den muss man gehen. Ja, das ist eklig. Ich laufe immer so ein bisschen schräg, dass ich so ein bisschen. Ja, klar. Kannst du mir oben gleich was zu essen geben hinten? Kann ich machen. Laufen wir einmal hinten rum. Ja, klar. Ja, hab ich auch gehört, war ein Bug, glaube ich. Ja, war Bug. Jetzt werden wir gesehen. Vom Counterberg, wenn man drüber guckt. Da wo uns Dennis die ganze Zeit. Oh ja, ich sehe schon. Da kann man nämlich rüber gucken auf die andere Scheiße. Drüben die Baumreihe, weißt du? Ja, ich sehe schon. Da wollen wir hin. Okay, dann laufen wir so ein bisschen hinten rum wahrscheinlich. Ne? Ganz genau. Wartet mal, lass uns hier mal einen Baum. Ja. Jetzt eine Kiwi und einen Apfel. Yeah. Da wird ganz schön geschossen. Wo kommt das denn her? Aus der Stadt, wa? Das hört man hier noch? Ja. Die Shotgun ist eben laut, ja. Okay. Brauchst du auch was zu essen? Moment bin ich noch. Nee, ich bin nicht mal hungry, ich bin nur thirsty. Okay, warum? Gut. Also, hier hast du sonst eine Wasserflasche. Stimmt, ich hatte eben auf dem anderen Server noch schnell was gegessen, ja stimmt. Aber ich brauche eine Jacke unbedingt. Ja, sobald wir einen sehen, kriegst du eine. Da unten ist ein Zombie übrigens. Ich schön gucke. Oh! Was macht denn der hier? Ja, hier wird wohl was gewesen sein. Und auch hier hinten langgelaufen sein. Ich bin beim Laufen. Lebt ihr noch? Ja. Rennt los. Das war ein Headshot oder so, das ist auch nah dran, glaube ich, oder? Ja, das klang sehr nah auf jeden Fall. Alter, beim Laufen hat er mir in die Birne geschossen, die Drecksau. Bist du noch am Leben? Nein, ich bin tot. Nimm dir meine Schuhe, wenn du es kannst. Ich hab nicht noch am Leben? Nee, ich bin tot. Du bist tot, meine ich? Echt? Okay. Ja. Ich hab Zombie abgeschossen. Ich bin eine Leiche. Ach
Ach, du bist an der Leiche, wo ist sie hingeglitscht? Ich hab sie kurz verfolgt, jetzt haben sie verloren. Die ist dann, dieser Kuhle drinne. Ja, okay. Habt ihr den Schuss laut gemacht? Ja. Ja. Das war dieses Pfeifen, weißt du? Ja, okay, dann ist er hier in Umkreis von 50 Metern. Guckt doch hinter den Bäumen oder so, der wird hier irgendwo stehen. Und das war eine Mosin, wa? Ja. Bestimmt von unten kam der. Bestimmt respawnen. Boah, hinlegen. Ach, scheiße. Der hat dich gekillt, wa? Wahnsinn. Krass, mit einem Schuss war ich sofort weg, sofort dead. Ja, Kopfschuss, ne? Halt. Frage ist halt von wo. Und aber ich bin gerade losgelaufen. Das heißt, ich bin genau. Bestimmt hätte er jetzt verschossen, wäre ich nicht genau reingelaufen. Hä, hey, aber wieso ist denn deine Hose? Achso, wahrscheinlich bist du irgendwie gefangen oder so. Krasse Scheiße. Okay, das, dieser Pfeifschuss heißt 50 Meter Umkreis, oder? Also ich glaube, also wenn es so laut war, muss es irgendwie. Also wenn es pfeift, dann pfeift es halt deinem Ohr vorbei. Das ist halt die Kugel, die dann an deinem Ohr vorbei pfeift. Ich habe nur Pfeifen gehört, ja, nicht ist nicht ein Abschuss. Abschuss habe ich aber auch gehört eigentlich. Ich habe gehört. Doch gehört. Das Klatschen, dieses. Kann sein, dass er entweder links auf dem Berg war da. Weil. Oder halt von oben. Das ist aber auch selten, dass ich mit dem ersten Schuss raus bin, ey. Aber das habe ich schon gesagt, weil ich so eine große Fresse habe. Ja, war mit Ankündigung, das stimmt. Und hier trinke ich natürlich nicht, wo ich gerade bin. Kann der vom Konterberg das machen? Dann hätte man den Schuss aber so nicht gehört, denke ich. So laut. Na, vielleicht ich. Ja gut, nee, er hat schon recht. Der Schuss war sehr laut. Dann ist er wahrscheinlich in der Nähe und versteckt sich gerade. Und will jetzt den nächsten. Lauft wenigstens zickzack, ihr wisst ja nicht, wo er ist. Wir liegen doch bei deiner Leiche. Das ist jetzt die Frage, ne? Machen wir jetzt mal einen kleinen Run hier. Das Problem ist, wir wissen ja echt, wir haben keine Ahnung, woher es kam, ne? Ich würde sonst sagen. Gesagt, näher zur Stadt hin. Erledigen? Ja, aber wir waren näher zur Stadt hin, wäre ober auf dem Berg. Da müssen wir dann vorbeigelaufen sein gerade. Ja. Ja. Hätte ich tatsächlich auch gesagt, ja. Also vom Klang her. Weiß ich, kannst du das bestätigen? Ich denke schon, ja. Okay, dann fangen wir mal versuchen. Gut, der will natürlich jetzt auch also halten. Wenn ihr zu zweit zickzack hin und her läuft, beide habt ihr eine Waffe. Wenn ihr alles absucht hin und her, weil der mit einer Mosin euch treffen und zickzack im Nahkampf geht nicht. Der hat mich so erst reingetroffen. Das Problem ist, wenn wir hochlaufen, gehen wir spazieren, dann ist nichts mit zickzack. Na gut, wenn wir hier die Kuhle langlaufen. Stimmt, das ist so diese eine geile Kuhle. Die hatten wir letztes Mal auch. Könnten wir es schaffen. Lauf mal vor. Risiko, Jungs, Risiko. Macht das keinen Spaß. Wow, Action. Komm, sonst machen wir Bambi Action. Ja, ja, brauche ich auch gleich, aber ich finde hier keine Möglichkeit, mich umzubringen wieder. Unglaublich. So von dem Hügel aus, ne? Das kann natürlich sein. Wer weiß, wo er jetzt hockt. Wo würde ich hinlaufen? Komm, gib einen Schuss ab. Komm, Junge. Oh, ich habe jetzt gedacht, er schießt. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Oh Gott. Er geht der Puls wieder hoch. Ja, ja. Oh, bei mir wird geschossen gerade. Hallo? Künstlich in die Höhe. Hallo. Please kill me, hello. Hello, dude, hello. Hello again. Ich sag einfach hello again. Seh ihn nicht, ich finde ihn nicht, keine Ahnung. Vielleicht dann wirklich auf dem anderen Hügel. Geh mal jetzt zum anderen Hügel darüber. Ja, alles klar. Ich bin auch auf dem Weg. Ich war jetzt da, wo Daniel gestorben ist. In einer Wasserflasche. Ja, ich hab dich eben kurz gesehen. Oh oh. Hello? Seh ihn nicht, keine Ahnung. Finde ihn nicht. Finde ich das auch nicht. Kann doch gar nicht sein. Wo ist denn der, bitte?
Natürlich, wenn das ein Ghillie ist, ist er wahrscheinlich schwer zu sehen auch. Ja, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Das ist 100% so ein Ghillie. Wir müssen zeitgleich gekommen sein, deswegen hat er uns erwischt. Komm weg, ne? Ihr müsst halt immer wissen, wo ihr seid, falls einer sagt, da ist er. Und ja, ja. Ihr seid ich halt weiß ja, wie er aussieht. Ja, ja, aber das der verbindet sich jetzt einer. Echt? Hab ich nicht gehört. Okay. Mhm. Der bei der Leiche. Die Leiche ist runtergerutscht. Da wurde er erschossen. Genau, stand genau niemals, als er erschossen wurde. Ich würde mal wetten, dass es tatsächlich von diesem anderen kleinen Hügel kam. Nee, der Baum war Richtung anderen kleinen Hügel. Also der muss entweder von oben gekommen sein, weil ich nach oben geguckt habe auch und die Sicht hatte. Rechts von mir war ja der Baum. Und da er mich ja, da ich losgelaufen bin und er mich trotzdem erschießen konnte, musste ich ja entweder in Laufrichtung oder Gegenlaufrichtung gewesen sein. Das hätte er wirklich verfehlt. Bei so einem Glück, dass er mich im Lauf erschießt. Im Kopf. Also es ist. Ich bin jetzt an dem Baum, wo wir fahren. Bleib da nicht stehen. Nö. Keine Ahnung, was willst du machen? Ich finde ihn nicht. Ich auch nicht. Entweder hat er sich verpisst. Ja, das glaube ich auch. Echt? Aber, weißt du, wie die denn sind? Okay. Der ist da oben, wa? Wo ist er? Keine Ahnung von wo das. Ich hab's auf beiden Ohren gehabt. Also, das hab auch nur den Knall gehört. Und dann den Mosin-Schuss erst ein bisschen später und leise. Oh! Ich hab ihn nachladen gehört. Wo ist der Pisser? Der ist oben. Da ist er! Ich hab ihn! Schuhflinte, knall ihn weg!